Moin Moin und herzlich willkommen zum Sonntagstalk KN trifft KSV. Mein Name ist Andreas Geidel. An meiner Seite sitzt der Mann mit dem Zöpfchen, der Stürmer, der der Konkurrenz seit Wochen das Fürchten lehrt, Holstein-Bühl-Stürmer Manuel Schäffler. Manuel, ihr habt ja einen derartigen Lauf, jetzt sogar historischer Sieg gegen Osnabrück, das erste Mal in der dritten Liga, dass Holstein gewonnen hat. Musst du dich manchmal selber kneifen, um das alles zu glauben, was stattfindet im Moment? Ich glaube, kneifen müssen wir uns nicht. Ich glaube, wir arbeiten von Woche zu Woche sehr gut. Belohnen uns für das, was uns am Anfang der Saison nicht so gelungen ist. Und ja, wir haben halt momentan auch einfach das Quäntchen Glück, machen durch den Standard ein Tor und haben eigentlich noch ganz gute Konterchancen. Und ja, ich glaube, wir heute können wir sehr zufrieden sein. Jetzt biegt die Meisterschaftsentscheidung in die Zielgerade ein, wenn ich das so sagen darf, 10 Spiele vor Saisonende. Du warst 2011 im MSV Duisburg im DFB-Pokalfinale in Berlin. Kann man so Meisterschaftsspiele in der Zielgeraden mit Pokalspielen dieser Qualität vergleichen oder ist das zwei Paar Schuhe? Ja, ich glaube, da sind noch mal ein paar mehr Zuschauer da, aber ich glaube, vom Gefühl als Spieler ist es, glaube ich, was sehr geil ist, einfach da oben mitzuspielen und einfach auch ja, den Gegnern einfach auch schon im Vorhinein ziemlich Angst zu machen mit unserer Spielweise. Und ja, wir nehmen natürlich Spiel für Spiel mit. Ja, das ist auch das richtige Motto. Du hast jetzt 7 Tore geschossen, 4 Torvorlagen gemacht, ein guter Lauf, bietest Woche für Woche beständig gute Leistungen an. Jetzt läuft dein Vertrag aber aus am 30.06. Du bist gebürtiger Bayer aus Fürstenfeldbruck. Ziehst dich möglicherweise in südliche Gefilde zurück oder bleibt Holstein Kiel dein erster Ansprechpartner? Also Holstein Kiel war von Anfang an mein erster Ansprechpartner. Ich glaube, es gehört sich als Fußballer so und ich bin auch dem Verein in dem Sinne sehr dankbar, dass ich endlich mal nach 3 Jahren wieder die Chance bekommen habe, einfach mal wieder kontinuierlich zu spielen. Und ja, es kommt mir jetzt momentan sehr zugute und auch das Vertrauen, das mir der Trainer momentan schenkt. Und ich versuche das nur für Spiel natürlich zurückzuzahlen. Gibt es denn ein Zeitfenster, bis wann du dich entscheiden möchtest oder lässt du das jetzt auf dich zukommen? Das werden meine Berater und der Verein miteinander klären. Kommen wir noch mal einmal zu einer der schönsten Seiten eures Triumphzuges. Das ist ja diese Kieler Magnum 2.0 Fraktion. Wenn ich richtig informiert bin, Patrick Auracher, Kenneth Kronholm und du, ihr habt irgendwann beschlossen, euch Schnurrbärte wachsen zu lassen und die erst abzurasieren, wenn ihr wieder mal verliert, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Wie ist denn dieses Gelübde zustande gekommen? Ja, das kam einfach so mal. Ne? Also im Trainingslager hat schon mal Kenneth Kronholm einfach stehen lassen. Bei mir dauert das Ganze immer ein bisschen länger. Und ja, Kenneth hat ihn ja heute leider weggemacht, weil er gemeint hat, wenn er ihn wegmacht, dann bekommt er kein Gegentor. Hat er natürlich recht gehabt heute. Aber ich und der Patrick, wir werden das auf jeden Fall durchziehen und ja, wir nennen es einfach mal ja, mit dem Schnurrbart von Spiel zu Spiel. Richtig. Das nächste Spiel ist am Freitag in Wiesbaden, wieder eine neue, ganz, ganz schwere Hürde. Da drücken wir natürlich in Kiel alle die Daumen, dass es auch mit dem Schnurrbart so weitergeht. Und wir müssen natürlich, wie gesagt, Daumen drücken und tranquilo bleiben. Ich sage danke, Manuel, für das Gespräch und wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag.